So, sie machen einen guten Eindruck. Sind stabil. Einen gesamten Durchmesser haben sie ungefähr 21, 22 cm. Innen drinne sind es 14 bis 15 cm. Die Dicke von so einem Kranz sind ungefähr 2 cm. Und bei den kleinen, also so sehen sie in etwa alle aus. Die kleinen sieht man schon einfach weniger individuell. Also die sind einfach so gedreht, sagen wir mal. Da haben wir auch so 10 cm insgesamt und der Innendurchmesser ist irgendwas von 7 cm. Und die Dicke variiert ungefähr 1,5 cm. Ansonsten, ja, sie haken immer zusammen. Ganz klar, ganz logisch. Auch wenn man sie aus der Verpackung nimmt, sie kommen in einer kleinen Plastiktüte. Da muss man sie erstmal etwas freifriemeln. Aber daraus lässt sich was Schönes basteln.